TSV Winsbach gegen den 1. FC Nürnberg. Nein, das ist definitiv nicht Liga-Alltag. Das Spiel während der Länderspielpause entspringt der Aktion Einfach Fansein der Nürnberger Versicherung, des Hauptsponsors des 1. FC Nürnberg. Unterklassige Vereine konnten sich für dieses Fanspiel bewerben. Der TSV Winsbach hat gewonnen und der Club konnte kommen. 2000 Zuschauer wollten beim Ortshighlight 2017 dabei sein. Ja, ich denke, das war ein rundum gelungenes Spiel. Die Intention von dem Traumspiel der Nürnberger Versicherung, glaube ich, ist damit voll aufgegangen. Wir wollten einen kleinen Verein glücklich machen. Ich denke, der Verein wird mit dem Spiel sicherlich rundum zufrieden sein. Winsbach, ich glaube, der ganze Ort war heute in heller Aufregung. Und ein paar Euro werden sicherlich auch hängen geblieben sein, damit der Verein einfach auch in den nächsten Jahren weiterhin so eine gute ehrenamtliche Arbeit verrichten kann und an der Basis einfach auch gut wirken kann. 14 Tore sind gefallen, 13 davon verbuchte der Club. Normal, denn schließlich spielt der mittelfränkische TSV Winsbach in der Kreisliga, also 6 Ligen unterhalb der Nürnberger. Dem 1:0 durch Miso Bretschko folgte wenig später das 2:0. Edgar Salli war der Schütze. Und dann traf gleich mal ein neuer. Tobi Werner, erst zu Wochenbeginn aus Stuttgart gekommen, fügte sich prima mit dem 3:0 ein. Es ist trotzdem eine schöne Sache, dann auch gleich zu treffen. Meine Mannschaftskollegen haben es trotzdem auch fantastisch gemacht, haben mich gut in Szene gesetzt. Es war ein tolles Fest hier, unheimlich viele Zuschauer. Sieht man, was der Club für eine Strahlkraft hat in Deutschland, vor allen Dingen in der Region. Weiter ging's mit dem Torreigen. Das 4:0 war wieder ein Edgar-Salli-Tor. Er rahmte sozusagen Tobi Werner ein. Alexander Fuchs sorgte schließlich für Treffer Nummer 5 und gleichzeitig den Pausenstand. In Hälfte 2 wechselte Clubtrainer Kölner ordentlich durch, gab auch jungen Spieler eine Chance, sich zu zeigen. Gleich nach Wiederanpfiff kam Lukas Hufnagel zum Zug. Ihm gelang das 6:0. Innenverteidiger André Petrak jagte den Ball dann aus 20 Metern zum 7:0 unter die Latte. Dann kam die Zeit der U21-Spieler Erik Engelhardt und Manuel Feil. Engelhardts 8:0 folgte Manuel Feils Doppelpack zum 9. Und dann zum 10:0. Da waren aber noch knapp 20 Minuten auf der Uhr und der Club noch hungrig. Alexander Fuchs durfte sich zum zweiten Mal in die Torschützenliste eintragen. Und last but not least war es Enrico Valentini, dem die letzten beiden Treffer vorbehalten waren. Zumindest die letzten beiden für den Club. Dem 12:0 ließ er diesen wunderschönen Freistoß folgen. Des Trainers Fazit. In der Startformation waren jetzt ja ein paar neue Spieler. So mit Everton, mit Tobi Werner haben wir jetzt ja zwei Spieler gehabt. Und mit Patrick Gerdas jetzt ja einen lang verletzten Spieler. Und das war für uns auch wichtig, dass die Spieler jetzt einmal Spielpraxis kriegen. Tobi Werner sich in die Mannschaft auch ein bisschen integriert. Von dem her war das Spiel auch wichtig für uns. Also es war jetzt nicht einfach nur so ein Freundschaftskick, sondern du musst das Spiel ja trotzdem seriös angehen. Die Zuschauer wollen was sehen und du musst da genügend Spannung haben. Und das, glaube ich, das haben die Spieler halt für uns auch perfekt umgesetzt. Ein Tor sollte noch folgen. Das haben sich die Winsbacher erarbeitet. Zweimal retteten noch Thorsten Kirschbaums Flugeinlagen. Ehe der Club dann dem TSV den Ehrentreffer schenkte. Den hat er sich für ein aufopferungsvolles Spiel verdient. Ein paar Versuche gebraucht am Ende, aber dann war der Ball endlich im Netz. Ja, und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass sie am Schluss dann noch mit einem Erfolgserlebnis rausgehen und auch in der Zukunft eine gute Runde spielen. Das Ergebnis 1:13 verblasst bei den Winsbachern hinter dem Erlebnis, gegen den Club antreten zu dürfen. Ja, Ergebnis ist in dem Fall scheißegal. Ich meine, wenn man die Kulisse sieht, was hier los war, ich glaube, für jeden Amateurfußballer ist das einfach ein Erlebnis. Für mich ist es ein Erlebnis, ich werde es gar nicht mehr vergessen. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und ich denke, das ist eins der Höhepunkte.
meiner Karriere. Ich werde sowas nie mehr erleben. Ich habe es erlebt. Mir fehlen einfach die Worte. Er wird sie mittlerweile wiedergefunden haben und das Spiel seines Lebens in bester Erinnerung. Genauso wie seine Mitspieler vom TSV Winsbach.